Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 25. August. Wer einem betrübten Herzen Lieder singt, das ist, wie wenn einer das Kleid ablegt am kalten Tage und wie Essig auf der Kreide. Sprüche 25, Vers 20. Als wenn das möglich wäre, ein betrübtes Herz aufzuheitern, dass wir immer wieder einmal solche Dr. Eisenbart-Kuren versuchen, zeigt, wie wenig ernsthaft wir uns bemühen um unseren betrübten Nächsten. Der Apostel Paulus hat besser gewusst, wie man es machen muss. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Weinen mit den Weinenden, das geht ja gar nicht anders, als dass man ihr Leid so in sein Herz nimmt, als wenn es das eigene wäre. Wir haben es alle schon erlebt, wie die Menschen sich bei Trauerfällen begegnen. Das Gesicht wird in Trauerfalten gelegt, ein ernster Händedruck und ein Gemurmel von einigen abgegriffenen Wortmünzen wie Beileid. Dabei bleibt das Herz unbeteiligt. Den Kummer des anderen übernehmen, als sei es der eigene. Aber wer kann das? Hier wird wieder einmal die ganze Armut unseres Herzens offenbar. Wir können ja gar nicht weinen mit den Weinenden. Es hat in der Welt nur einen einzigen gegeben, der das wirklich tat. Jesus. Er hat unsere Schmerzen getragen, sagte Jesaja von ihm, als er ihn im Geiste sah. Wenn Jesus unser Leben erfüllt, könnte es wohl geschehen, dass wir richtige Tröster würden für die Betrübten. Ich habe es erlebt, dass wahre, geheiligte Jesus-Jünger auf Betrübte nicht mehr wirken wie ein kalter Luftzug auf Entblößte oder wie die Kreide auf Essig. Wer von Jesus den größten Trost, die Vergebung der Sünden, erfahren hat, lernt recht trösten. Herr Jesus, brauche uns als deine Werkzeuge in der Bekümmernis dieser Welt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.